Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Project Hospital auf meinem Kanal. So, die Leute sind relativ kaputt, wie man sieht. Der hier ist nicht besonders ansprechbar. Auch die ist hier relativ müde. Die sind alle relativ müde. Das ist das Problem. Klar, wenn sie keine Pausen machen, ist irgendwo klar. Die machen ja aber Pausen, zum Glück. Das heißt, das sollte soweit in Ordnung sein. Wir haben hier zumindest ein paar, die Pausen machen. Wir werden noch mehr Aufenthaltsräume brauchen, das ist auch klar. Und der hier hat ein Problem. Naja, gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was machbar ist hier noch in Zukunft. Also, Apotheker sieht gut aus. Wir haben das TC, das ist ordentlich. Ihr bekommt nochmal große Augentropfen. Augentropfen. Ob die groß sind, die Tropfen, weiß ich nicht, aber okay. Im Bett für die benötigte Untersuchung ist belegt oder das Personal ist überlastet. MRT, Herzoperation, ja, ist in Ordnung. Ich kann auch nicht alles machen. Die hier wird hoffentlich mal bald abgeholt. Dann ist die nämlich auch da weg. MRT sieht soweit sonst gut aus. Horst Eriksen wird als nächstes geholt. Transport zur Untersuchung. Ja, der Weg ist ziemlich weit. Der Weg ist ziemlich weit bis zum MRT, das ist das Problem. Na? Ah gut, kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. ICU-Stabilisierung. Ja. Der muss auf jeden Fall stabilisiert werden. Das ist korrekt. Der braucht eine Herzoperation, ne? Ja, okay. Cardio. Michael Zimmermann ist schon auf hoch. Setzen wir ihn an die erste Stelle. Setzen wir den mal an die erste Stelle. Aber du kannst ihm jetzt mal die Medikamente hier geben. Dann ist das nämlich in Ordnung. Danke sehr. Okay, der wird jetzt gerade untersucht hier im MRT. Bin mal gespannt. Wenn er fertig ist, ob der direkt wieder abgeholt wird oder wie das funktioniert. Gut, der hat jetzt nichts zu tun, genau, weil der jetzt fertig ist. Nach Untersuchung. Okay. Nach Untersuchung. Bin jetzt mal gespannt.
Bin jetzt mal gespannt, wie es mit der Nachuntersuchung aussieht. Wird das jetzt auf dem Zimmer gemacht oder wie? Weil momentan ist hier Transport zum Zimmer. Okay. Transport zum Zimmer, dann ist es in Ordnung. Das ist dann völlig in Ordnung. Dann mal gucken, ob der nächste Patient direkt zum MRT geschickt wird. Das interessiert mich jetzt. Ja, und der nächste Patient wird direkt. Zum MRT geschickt. Ja, ist klar. Er ist fertig und der hat direkt die nächsten Patienten. Barbara Leistikow. Es hat ja keinen Patienten aktuell. Erfüllt Bedürfnisse, klar. Hat er die Zeit zu, weil die erst abgeholt werden muss. Jetzt kommt die nächste. Jetzt kommt wieder die nächste Transport zur Untersuchung. Ja, okay. Ein zweites MRT wäre nicht verkehrt, denke ich mal. Angiografie genauso und alles, ne? CT, denke ich mal auch ebenso. Müssen wir gucken. Oh, hier sieht es nicht gut aus. Patient kollabiert. Das ist nicht gut. MRT. Bitte machen. Pleurapunktion. Künstliche Beatmung. Bronchodilatoren. Abhören. Hey, komm, MRT. Wie geht es denn? Pleuropunktion. Pleuropunktion, okay. Da. Uha, nice. Uha, nice. Wahnsinn. Aber okay. Kommt Medikamente in Ordnung.
Ja, der ist soweit wieder auf dem Laufen, aber der ist jetzt kollabiert, nicht toll. Blutdruckmessung, Untersuchung der Nasenhöhlen. Komm schon. Sehr gut. Einer hat den intensiv verlassen. Sehr gut. Geben 4, wo können wir was machen? Auswertung bitte. Die Proben bitte. Eine Blutuntersuchung bitte. Toll. Mikrobielle Probe. MRT, komm schon. Erhöhte Leberwerte, okay. Komm schon. Kümmert sich jetzt keiner um den oder was? Wir brauchen mehr Personal. Wir brauchen viel mehr Personal, Leute. Nächste Patienten kollabiert. Wahnsinn. Aber die ist jetzt stabil. Das ist in Ordnung. Ja, keine Zimmer mehr frei. Sorry. Keine Zimmer mehr frei. TC ist belegt. Ja, kann ich nichts für. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage einmal bis dahin. Servus und tschüss.